So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Modern Horizons 2, das Set, was mich damals geliebt hat und hoffentlich heute immer noch liebt, ein Set-Booster. Tun wir uns mal an, Modern Horizons 2 waren die Set-Booster ja nicht ganz so geil wie die Draft-Booster tatsächlich, was ich ein bisschen strange fand. Und hier ist ein Bird. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben eine Artkarte, die ist ziemlich hübsch, aber wie man hier schon sieht, Fettflecken, geil. Eine Insel. Dann haben wir Vordertorsa. Das ist, ja, Stopfkanone. 3 Mana Artefakt, tappen, wir werfen eine Karte ab und fügen 2 Schaden einem Spieler oder einem Planeswalker zu. Sehr cool. Terminal Aconine, oh, das Artwork. 4 Mana zerstörende Kreatur mit Madness für ein rotes und schwarzes. Dross Forts Bridge, kommt getappt, das Spiel ist unzerstörbar. Schwarz und Rot. Oh, wunderschön. Hier dieses Mirrodin. Oh, wunderschön. Hellmongrel. 4 Mana, 4, 3. Wenn man könnte Karte abwerfen, den Poseidons einzugeben mit Madness 3. Stimmt, Madness kam hier wieder. Ich erinnere mich. Tragic Fall. 2 Mana eine Kreatur kriegt minus 3, minus 3. Und wenn man keine Handkarten mehr hat, minus 13, minus 13. Also beim Spielen davon. Ah, okay. Das ist die letzte Karte, ist praktisch. Radiant Aperture. 5 Mana, 5, 5. Mit Convert, das bedeutet, wir können 5 verschiedene Mana-Farben dafür bezahlen, bis zu 5. Und jeder Gegner verliert 5 Leben, x Leben. Entschuldigung, wobei x die Anzahl an Farben ist, hoffentlich 5. Und wir kriegen x Leben. Und ja. Sweep the Skies. 2 blaue und x. Auch mit Converge und wir kreieren so viele 1-1 Top-Artefakte, wie wir Mana ausgegeben haben. Sehr cool. Und, Darkon Shadeslayer ist unsere Mythic Rare. Ein weißes, ein blaues, ein schwarzes. 0 Marken, wenn es ins Spielfeld kommt, kriegt er so viele Marken. Wie wir Länder kontrollieren, plus 1 zur Welt 2, was sehr mächtig ist. Viele Leute unterschätzen es zur Welt 2. Minus 3, wir exilen eine Kreatur. Und minus 6, wir können einen Artefakt von unserer Hand oder dem Friedhof ins Spiel bringen. Ein Nikula Planeswalker wird kaum gespielt. Dann haben wir einen Quirion Ranger, 1 Mana 1-1. Wir können Forest Stick auf die Hand nehmen und eine Kreatur enttappen. Wird immer Elfen gespielt. Sehr, sehr cool, dass der jetzt im Modern ist. Nested Shambler, 1 Mana 1-1. Wenn er stirbt, bringen wir X getappte 1-1 grüne Squirrel ins Spiel, wobei X seine Stärke ist. Und, ach du Kacke. Ja, dieser Name. Ich kann Asmora, sie musste ja irgendwann auftauchen. Für mich ist es einfach Asmo. In Old Border Foil, richtig nice. Das sieht richtig schön aus tatsächlich. Ich habe aber leider schon gesehen, die hat hier hinten einen Kratzer, glaube ich, irgendwo. Ja, tatsächlich. Nice, richtig schön. Sie hat keine Mana-Kosten, ist 3-3. Wir können sie abwerfen, wir können, wenn eine Karte abgeworfen wurde, können wir sie für einen Schwarz oder einen Rotes spielen. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, suchen wir unser Deck nach einem Cookbook. Und können das in die Hand nehmen. Wir können auch 2 Food opfern, um eine Kreatur 6 Schaden zu schießen. Sehr, sehr coole Rare. Vor allem voll Rare. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blacksit. Ciao, ciao.